Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe immer noch keine Crew, aber dort vorne steht ein Suchender. Und den nehme ich auf jeden Fall mit. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich jetzt gleich sogar eine Stufe aufsteigen. Denn allzu viel Erfahrung brauche ich nicht mehr, allerdings brauche ich dann natürlich nochmal eine Stufe danach. Zack, sage ich doch. Haha. So, sehr schön, das gefällt mir. Und ich brauche 160 Mana. Nur mal zwei hiervon. Das passt schon. Können wir halt sehen, was soll's. So, ich habe gespeichert, glaube ich, vor Ende der letzten Folge. Das heißt, ich brauche hier jetzt nicht sofort nochmal zu speichern. Aber was ich tun möchte hier, ist eine Innos-Statue. Und hier bete ich dann mal eben noch für... Ne? Ich habe 549 Lebenspunkte. Und jetzt habe ich 550 Lebenspunkte. Das muss noch eben sein, jeden Tag. Das mache ich so lange, bis keine Lebenspunkte mehr gehen. Und dann werde ich meinen Mana steigern. Weil Mana steigern ist doch relativ teuer. Allerdings habe ich einen Weg gefunden, wie man relativ schnell oft beten kann. Nämlich im Kloster. Und zwar im Kloster ist ja diese Innos-Statue nicht die im Keller, sondern die oben. Und direkt daneben ist ein Raum mit Betten. Versteht ihr? Beten, ab ins Bett zum nächsten Morgen, beten. Ab ins Bett zum nächsten Morgen, beten. Genau, das funktioniert. Ist ein bisschen ätzend, aber man kann hier innerhalb kürzester Zeit zumindest 5-mal beten. Vielleicht auch 10-mal, aber erstmal nur 5-mal. 5-mal. Ich brauche auf jeden Fall ganzzahlige Vielfache von 5. Damit das mit dem Mana hinhaut. Weil es gibt keinen Zauber, der irgendwie eine krumme Anzahl an Mana braucht, irgendwie. Seltsam. Eigentlich. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Gute Frage. So, wie gesagt, hier gibt es neue Gegner. Ich werde hier also trotzdem nochmal eine Runde speichern. Ist mir egal. Sicher ist sicher. Denn ich fürchte, selbst hier in der Ruine könnten welche sein. Ja, haha, guck mal, Skelette. Aber erstmal den Magier. Och, guck mal. Das war ja nur ein Skelett. Ja, das ist ja... Da fühle ich mich ja ein bisschen gelangweilt. Dass das so wenig da war. Da ist nichts zu holen. Nun gut, hier gibt es nichts zu holen. Ja, ein aussehen zwei Hände, Knochen eines Skelettes und ich bin jetzt mal so frei. Und ich werde nicht den Teleporter nach draußen nehmen, sondern ich möchte diesen Gang bitte einmal absuchen auf Gegner. Nicht, dass uns hier irgendwer irgendwann in den Rücken fällt. Da habe ich relativ wenig Lust drauf. Und andererseits ist der Preis dafür nicht allzu lang, nicht allzu hoch. Ich bin nämlich schon da. So, sehr schön. Hallo Nefarius. Du kannst mir Runen beibringen. Was kannst du mir denn beibringen? Im sechsten Kreis würde ich gerne... das kostet halt alles 20 Lernpunkte. Kann ich mir nicht leisten. Was hast du denn im fünften Kreis? Dämon beschwören vielleicht. Kostet auch 20 Lernpunkte. Eisfälle wäre witzig, kostet aber auch 20 Lernpunkte. Und der große Feuersturm ist nicht so mächtig. Das heißt, den kann ich mir auch sparen. Nee, was ich suche hier ist der Händler. Kronos war das, glaube ich, genau. Lass uns handeln. Denn der hat ganz viele Mana-Tränke. Wie viel hole ich mir da? Ich denke mal so 40 von den 75ern. Und dann vielleicht nochmal 40 von den 50ern. Und dann vielleicht nochmal ein paar... So 5... Uah, da fehlt mir das Gold. Oh mein Gott, mir fehlt das Gold. Okay, was mache ich? Wisst ihr was? Roll da rein. Komm, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Weg damit. Weg damit. Weg, weg, weg. Den Grog könnte ich ja sogar fast um... Oh, weiß auch, bringt 10 Mana. Loose Hammer. Ja, nee, den Doppelhammer sogar. Okay, das soll ich behalten, hat er mir gesagt. Ring der Erleuchtung. Behalte ich mal, wenn ich mal das Set nicht mehr brauche. Der kann weg. Der kann weg. Brauche ich noch, der kann weg. Angst habe ich doppelt, habe ich auch schon verkauft. So, was habe ich hier noch für Zeug? Ich habe die ganzen Platten, aber die bringen mir nichts mehr. Goblin-Skelettknochen. Ne, Skelettknochen. Ah, Moment.
Moment. Knochen eines Skelettes. Gib mir mal zwei davon. Die brauche ich, glaube ich, nämlich noch für die Rune Armee der Finsternis. Was ich aber ganz sicher nicht brauche, ist 24 mal Pech. Ich denke mal, 10 sollten locker reichen für alles, genauso wie bei Bergkristall. Und bei Gletscherquarz sollten auch 10 reichen. So, geweihtes Wasser behalte ich mal 2. Laborwasserflaschen, ja, behalte ich mal. Vielleicht brauche ich mir tatsächlich doch mal selber noch Tränke irgendwann. Könnte ich mal eigentlich offscreen machen, ne? Fällt mir da gerade so auf. So, und dann bitte einmal nochmal. So, wie viel habe ich davon? 4. Dann nehme ich doch nochmal einen. So, vielen Dank, Kronos. Das tat gut. Ich bin wieder ausgerüstet und ich will zum Piratenlager. Genau, das war der Plan. Piraten! Zum Canyon, genau. Wow, was haben wir denn hier? Geht mal weg. Ha, schau mal einer an. Schau mal einer an. Jetzt fehlt mir leider das Mana dazu, aber der Feuersturm ist hier durchaus die richtige Waffe. Denn der macht Flächenschaden. Zack, 2 auf einmal. So, oh, und ich schätze mal, hier im Canyon wird es nicht nur ein paar Wüstenratten in neu geben, sondern der Canyon wird eine großartige... Uahaha, okay, nicht großartig, doch nicht, okay. Es gibt hier Drachensnapper. Auf die habe ich keine Lust, zumindest nicht so direkt. Nicht mit so wenig Mana. Was ist da? Fangheuschrecke, ne? Ja, ist okay. Verdammt. Ach, die schaffe ich auch so. Falls der Snapper wegbleibt. Aber ja. Gut, den Snapper habe ich abgehängt. Yep. Also, ich glaube, die Erweiterung ist tatsächlich sehr gut geeignet, um hier nochmal einiges an Erfahrung zu holen. So, was liegt hier? Nichts. Außerdem brauche ich noch Pilze, fällt mir gerade auf. Und zwar ganz viele. So viele, wie ich kriegen kann. Wobei ich natürlich schon relativ viel abgesucht habe. Weiß ich nicht, ob ich hier noch Pilze finde. Ich laufe mir das Gebüsch. Vielleicht ist ja noch der eine oder andere hier. Ah, siehst du mal, eine Waldbeere. Immerhin. 5 Lebenspunkte. Komm, der Rede wieder. Hahaha, ein Pilz. Naja, okay, ein Buddlerfleisch. Leider kein Dunkelpilz. Aber, siehst du mal, da wo Butlerfleisch wachsen üblicherweise auch Dunkelpilze. Hey, Elegant Hedgehack, willst du auf dem Schiff? Den mag ich nämlich auch. Unterrichte mich. Unterrichte mich. Was soll ich dir... Genau, was kannst du mir denn beibringen? Nichts, was ich als Magier wirklich gebrauchen könnte. Und apropos Lebensenergie, mir fällt gerade ein, jetzt wo ich die Pfanne da sehe, ich habe ganz viel davon noch, von dem Zeug. Mein Gott. Warum habe ich das nie benutzt? Beziehungsweise, das kann ich ja eigentlich benutzen. Es dauert halt nur immer so lang, ne? Guck mal hier, nochmal ein Pilz, den ich nicht geholt habe, aber leider auch wieder der falsche. Siehst du mal? Es lohnt sich, sich hier so ein bisschen umzuschauen. Nun gut. Greg. Wo ist Greg? Oder andersrum gefragt, habt ihr ein Schiff vor der Haustür? Sieht leider nicht so aus. Die meisten davon werden sich natürlich nicht in der Stadt blicken lassen können. Meinst das ist du, das mir Problem. Geht es besser? Aber Greg hat vielleicht genug Eier in der Hose, das trotzdem zu tun. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Monate vom Kiel... Das nennt man wohl... Das kannst du... Okay. Schade. Ist doch alles nur geredet. Er will also wohl nicht mitkommen. Nun gut. Schade, schade, schade. Nee, Quatsch. Meine Schlafkoje war hier hinten irgendwo. Gut. Na, was soll's. Die Folge ist halb um. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt kann ich noch... Oh, ein Bier. Kann ich ja immerhin noch Folgendes tun. Ich schlafe ja nochmal bis zum nächsten Morgen, damit ich ausgeruht bin und Mana habe. Und dann werde ich nochmal die Heuschreckenköpfe vielleicht verkaufen, hier eben schnell. Musste es ja. Und Garrett, genau, Garrett war das. Das ist doch alles nur Geld. Zeig mal.
Ich will handeln. Und zwar will ich hier, um genau zu sein, meinen Scheiß verticken. Komm mal, nehme meine magische Bolzen und nimm mal Kraft an. Also, komm mir nicht so. Meine magische Armbrust, die brauche ich nun wirklich nicht mehr. Außerdem kannst du ein Bier haben und du kannst auch den Krog haben. Komm, hau rein, brauche ich eh nicht selber. Meinst du, mir geht es besser? Habe ich noch irgendwas, was ich ihm geben kann? Ich glaube nicht. Doch, genau. Ich habe es doch gerade... Lass mir erfährt keiner. Ich habe es doch gerade noch gesagt, nämlich das hier. Köpfe der Fangheuschrecken. So, und außerdem habe ich doch... Mich über gar nichts mehr. Fällt mir gerade auch noch ein. Ne? Ich habe hier doch noch mal ganz viel Geld. Ich habe noch genug Gold. Ich muss es nur aus den Beuteln rausholen. So. Das reicht jetzt aber fürs Erste. Meinst du, mir und ich möchte... Besser? Ihr wisst, was als Nächstes ansteht. Hey, bist du mit? Du bist ein guter Kämpfer, oder? Schade. Du bist nicht mit. Problem. Ihr wisst, was ansteht. Ich werde hier die ganze Erweiterung nochmal abgrasen. In der Hoffnung, hier nochmal ein oder zwei Levels zu kriegen. Also auf der Suche nach Erfahrung natürlich. Das heißt, ich werde jetzt nicht sofort zum Endgegner gehen. Das wird noch eine Weile dauern. Und die Feuerwaren hier hinten, die sind zwar nicht neu, aber die habe ich schon lange hier rumstehen und habe nichts gegen sie getan. Oh, verdammt! Nein, du sollst hochklettern! Ab ins Wasser! Ach, nein! Du sollst nach vorne springen! Meine Güte! Ist das so schwer, ins Wasser nach vorne zu springen? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Oh mein Gott, am Anfang der Erweiterung. Och nö. So, da bin ich wieder. Nicht nur, dass ich zuletzt am Anfang der Erweiterung gespeichert hatte. Nein, das Spiel ist auch noch abgestürzt beim Laden. Ich habe das Ganze nachgestellt. Ich habe auch den Schwefel runterverkauft auf 10. Ich habe meine ganzen Beutel geöffnet. Ich habe ansonsten... Genau, ich habe diesmal direkt die Knochen einzeln verkauft, sodass ich 2 übrig behalten habe. Wo sind die denn? Nanu, wo sind die Knochen? Ich habe noch 2 Knochen übrig behalten. Bin ich jetzt blöd? Ach da, da sind sie. Da sind sie, genau. Von geweihten Wasser 2, von allem anderen alchemistischen 10. Ja, und ich habe hier gerade eben gespeichert. Ich habe die Sachen, glaube ich, ein bisschen anders verkauft. Die magische Armbrust hat jetzt der Magier. Was soll's? Egal, die brauche ich eh nicht mehr. Und wir haben vorhin gesehen, der Eisblock macht zwar gut Schaden gegen den Feuerwaran, aber er friert ihn leider nicht ein. Und wenn er ihn nicht einfriert, kostet er viel zu viel Mana. Deswegen benutze ich hier einfach meinen Blitz. So. Da ist nichts. Die Frage ist allerdings nur, kann ich den noch 2-mal hier machen? Mit 4-mal hat mich gekostet 120, das heißt 1-mal kostet 30, also habe ich noch genug Mana für 2 Blitze. Sehr schön. Und jetzt brauche ich 180, 75 und 100, ne? So, sehr schön. Und dann kann ich hier endlich mal diesen Strand hier von den Feuerwaranen befreien. Da freuen sich die Piraten bestimmt, dass sie hier wieder in Ruhe baden können, oder? Was meint ihr? Ich denke schon. Ich denke schon, dass die sich freuen. So, und jetzt brauche ich erstmal 75. Und dann noch genau 50. Hey, sehr cool. Also diese 50er-Tränke, die sind schon praktisch irgendwie. Wenn sie wenig bringen, die sind praktisch. So, gebuddelt habe ich hier schon. Da hinten war... Das ist ja ein witziger Baum. Uah, gruselig. So, was haben wir hier hinten? Hier liegt doch was, oder? Ne. Kann ich da nicht irgendwo rein? Ich dachte, ich hätte da irgendwas gesehen. War hier nicht was? Ich habe irgendwo was gesehen. War das direkt hier? Ah, da war das, genau. Oh, eine Belia-Statue. Tja, nun. Ich versuch mal was. Moment, ich probiere mal was. Und zwar, bei Innos bekomme ich ja für 10
Gold, ein Lebenspunkt. Und hier kriege ich 25 Gold für einen Lebenspunkt. Ha! Wer sagt's denn? Aber soweit ich weiß, geht es auch nur einmal am Tag. Das heißt, ich kann hier tatsächlich hin und her tauschen und krieg Gold. Das Problem ist nur, ich glaube, beides geht nur begrenzt oft mal. Also eine begrenzte Anzahl oft. Also letzten Endes habe ich jetzt tatsächlich langfristig einen Lebenspunkt verloren. Nur halt eben mittelfristig nicht, weil ich ja wieder auffüllen kann. Oh, ein Dämon. Tja, ne? Irgendwer meinte, Eis ist gut gegen Dämonen. Schauen wir mal. Eisblock. Siehst du, Kevo macht nicht wirklich Schaden. Und Fredi aber hat leider auch nicht ein. Also, witzigerweise kommt er hier aber auch nicht raus. Naja, aber der ist hier hinten so abgelegen. Da werde ich jetzt sicher nicht meine Kräfte verschwenden. Oh, das war Verschwendung. Hab ich 10 Mana verschwendet. Aber ich werde jetzt sicher nicht meine Kräfte verschwenden, um diesen Dämonen zu besiegen. Weil ich fürchte, ich werde im Laufe des Spiels noch an Dämonen, noch auf Dämonen treffen, die ich wirklich besiegen muss, um weiterzukommen. Und da spare ich ja meine begrenzten Kräfte dann noch lieber auf, für die dann wirklich wichtigen. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ich will nicht durchs Wasser. Ich will nicht durchs Wasser. Geht das? Nee, das geht nicht. Schade, ich muss durchs Wasser. Ach, was? Wow, wo kommt der denn her? Den nehme ich mit. Naja, was ist, ich nehme mit? Ich nehme ihn mit. Um genau zu sein, gehe ich damit genau bis hierher ins Piratenlager. Und zwar zu Garrett. So, Garrett, handeln. Zeig mal, gar nicht mehr, guck mal, ich habe noch was für dich, nämlich einen Goldbrocken, den kannst du haben. Ich habe übrigens auch noch beim Magier vorhin meine Kohle ein bisschen verkauft, weil ich auch noch... Irgendwo hatte ich noch Kohle, die habe ich auch unter auf 10. Ich hätte das weiß ich gerade nicht, finde ich gerade nicht. Ich habe ein bisschen mehr verkauft als vorhin, aber nichts wirklich komplett leer verkauft, sondern nur so weit, dass ich noch eine gute Menge davon übrig habe. Mehr als genug, aber halt auch nicht so total viel zu viel wie vorher. So, ich würde gerne Canyon wirklich durchmachen, trotz Rachensnappern. Aber als allererstes, ihr wisst, wie das ist. Ich will den Rücken frei haben. Als allererstes gehe ich da hoch zu dem Turm. Und schau mal, ob es da statt den Banditen jetzt irgendwas anderes gibt, das die Gegend unsicher macht. Ich denke ja nämlich schon. Ist die Pflanze vielleicht auch neu? Gibt es auch neue Pflanze im neuen Kapitel? Ha. Vielleicht. Oder habe ich einfach nicht wirklich gut aufgepasst, als ich jetzt zum ersten Mal war? Das kann natürlich auch sein. Will ich nicht ausschließen. Nun gut. Gibt es hier keine neuen... Sag mal. So. Hier ist niemand. Ups. Ah, das ist blöd. Wenn man einen Zauber gezogen hat, dann dreht man sich schneller, wenn man die Pfeiltaste nach links oder rechts drückt. Ist ganz nett im Kampf, weil man sich dann schneller umdrehen kann, wenn es sein muss. Ist aber halt hier beim normalen Spielen etwas hinderlich. War ich denn schon da oben? Ich glaube, ja. Na, war ich da wirklich oben? Ich glaube schon. Ich glaube, da war ich. Die Frage ist, gibt es hier was Tolles für mich, falls ich da noch nicht war? Ich komme da nicht hoch. Ich sehe da aber auch nicht, was da sein sollte. Drüben auf dem anderen Turm gibt es scheinbar auch nichts. Aber eigentlich bin ich ja hier wegen den Gegnern, ne? Von daher... Ernsthaft? Ach, komm schon. Dann bin ich nicht tot. Mann. Das finde ich ein bisschen dämlich, wenn man so runterfällt von so harten Kanten, dass man dann plötzlich so abgestoßen wird. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Komische Spielmechanik, ich verstehe es nicht ganz. Aber ist halt so. Naja, soll's.
Gut, ich habe mit Greg geredet. Greg kann leider nicht mehr Kapitän werden. Ich habe den Strand von Feuerwaran gesäubert. Ich habe mein Inventar aufgeräumt. Oh, Butterfleisch. Aber leider kein Dunkelpilz. Das heißt, ich bin jetzt hier an einer Waldbeere vorbeigelaufen. Nein, das heißt, ich bin jetzt hier soweit fertig beim Piratenlager. Im Piratenlager gibt es nichts mehr für mich zu tun, offiziell. Also jetzt endgültig, für immer. Das heißt, als nächstes nehme ich mir den Canyon vor. Und das mache ich in der nächsten Folge. Denn jetzt ist zu spät, ich muss bald los. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.